So, Halli, hallo zurück. Ich habe mich entschieden, noch ganz schnell ein Crashlog zu löschen. Spaß. Nein. Ein kleines Let's Play einzuschieben. Und zwar bin ich letztens auf eine Map aufmerksam geworden, die ich mir extra fürs Let's Play aufgehoben habe. Und zwar ist das eine Map, die zu Doom for Doom passt wie die Faust aufs Auge. Ich habe sie mit Doom for Doom noch nicht gespielt, allerdings mit Death Vertrauen. Also nicht D4D, sondern D4T. Und ja. Schaut euch einfach diese Map an. Ich meine, guckt euch diese Map an. Am liebsten würde ich gar nicht reden, weil einfach allein dieser Song. Ach Gott. Ja, nicht wundern, dass ich so wenig rede. Ich feiere einfach diesen Soundtrack. Er passt einfach so gut zu dieser Atmosphäre. Es ist echt. Ich meine, guckt euch diese Map an, dieser Soundtrack. Okay, die Tür hat nicht mal Sound. Also ich muss zugeben, das muss jetzt einfach mal loswerden.
Ich habe die Map zum ersten Mal, wie gesagt, mit Doom Death for Talk gespielt. Und dieser Ausblick. Genau so. Ja, vielleicht so. Keine Ahnung mehr. Saß ich wirklich 15 Minuten vor dem Bildschirm. Einfach diese Atmosphäre. Leute, einfach diese Atmosphäre. Ich meine, versetzt euch jetzt einfach mal in die Lage, ihr seid wirklich hier, ja? Einfach versuchen, ich weiß, ich bin sehr, ich kann mich sehr schnell in Situationen hineinversetzen. Und das hier, einfach, man steht irgendwo und ist gefühlt so hoch, dass die Welt so aussieht. Das macht einen so unglaublich einsam. So unglaublich unbedeutend. Alter Schwede. Was machen die jetzt hinter mir? Nehmen gerade die Wohnung auseinander oder was? Sind der Gemeinde fertig?
Ja, sorry, auch ein Mensch muss mal husten. Da muss ich. Dann ist jetzt mal weiter. Achso. Thank you.
Upload. Da kriegst du ja fast Ohrenschmerzen. Das wird er. Er könnte mir sagen, was er wollt. Also wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Oh, ich habe keine Raketenwerfer, fällt mir gerade auf. Ich will ihn aber jetzt auch nicht leben lassen. So scheiße ist das doch. Ah, ich habe aber auch ich habe keine Wahl, als ihn leben zu lassen. Schau mal eine Anime-Schachtel. Na gut, erkennt man so auch nicht, was das darstellen soll. Totenkopf sieht schon süß aus. Aber ich weiß doch schon. Ah.
Okay, mir geht's rein. Alter, das ist das. Ach du Scheiße. Da fährt man sich einmal mit den Händen durch die Haare und schon wird man quasi vergewaltigt. Diese Welt, in der wir leben und du da draußen immer noch verursacht. Na gut. Behalte mich mal im Hinterkopf. Irgendwas war doch mit den Reichern. Ach da. Was hat sich jetzt gerade verändert? Ach, na schau mal an. Ja, für diese Barrikaden lösen nämlich normalerweise hier hinten Türen auf, wo dann Kakuliman rauskommt. Und das hätten wir jetzt so erspart. Andererseits, weißt du was? Ach nee, das ist ja keine Kacke, die mir jetzt in dieser... Ach du Kacke. Warum tue ich sowas eigentlich immer wieder? Schrecklass nach. Okay. Achso. Ja, bei der Ausgang. Ah, das ist eine Falle. Beziehungsweise ist es keine Falle, aber es ist etwas, wo ich lieber erst später reingehen würde. Ah gut, okay. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als hier reinzugehen, weil das hier wird nämlich richtig schön und ich habe keine gute Waffe. Achso, übrigens, das hier war auch so eine Position, bei der ich eben stand. Das sieht einfach so authentisch einfach alles aus. Ah Gott, man fühlt sich wirklich wie in einem Anime. Das ist alles so schön. Okay, das war's dann. Auf Ende. Jetzt muss ich gucken, wo ich am schnellsten weg kann. Aber wisst ihr was? Ich werde sowieso sterben. Also lasst mich in Ruhe. Ich bin der Junge, der überlebt hat. Oh. Vor allem gibt es auch so schön viele Anspielungen, ja? Ich habe
japanische Schriftzeichen, Anime überall auf irgendwelchen Schildern, irgendwelche Pappschachteln, Anime. Es ist einfach so fucking gut gemacht. Es ist einfach so fucking gut gemacht. Ganz ehrlich. So fucking gut. Jetzt geht mir hier rein. Hab ich die schon? Das würde ich noch haben. Ist denn hier dann? Ah, okay. Hier geht in die Hölle. Da gehen wir gleich hin. Später irgendwann. Ja, dann gehen wir hier rauf. Ich bin so gut wie tot. Ich bin so gut wie tot. Ich bin so gut wie tot. Dass ich das überlebt habe, Alter. Wollte gerade sagen, wie darfst du die Wagen meine Musik zu übertönen? Und das ist auch so ein geiles Feeling von dieser Map. Einfach dieses Dünsch, das macht alles so unglaublich surreal, aber trotzdem, es wirkt einfach so unglaublich geil. Es wirkt einfach geil. Na hier, und jetzt seht ihr auch, was ich meinte bei der einen, bei der ersten Map von Extermination Day. Ha? Ich meine, wir sind schon relativ weit. Ich habe jetzt schon über 130 Mods umgebracht. Und ich habe gerade mal 3000 Punkte. Das heißt, ich könnte mir gerade mal eine einzige Waffenmod kaufen. Eine. Und dann, wenn wir gut haben, leer. Ja? Und das ist halt das, was ich meinte, dass es halt extrem unausgeglichen ist. Was zur Hölle? Digga! Schaut euch bitte diese Aussicht an. Schaut euch bitte diese fucking Aussicht an. Das ist doch nicht mehr normal. Das ist doch... Komm her, komm her, komm her. Alter. Das sieht alles so gut aus. Wo war das jetzt? Alles so fucking gut aus. Ich hoffe nur, dass ich nicht runterspringen muss. Ich hatte offiziell keine Ahnung, wie ich hier wieder hochkomme. Aber wahrscheinlich irgendwann.
Alter, das sieht einfach so scheiße gut aus. Oh, ich könnte den ganzen Tag so weiterschwelgen. Autsch. Das tat weh. Muss ich da runter springen? Nee, ne? Ich hab ein bisschen Angst. Ah nee, da geht's doch gar nicht weiter, oder? Ich weiß es nicht. Also schon mal ein Teil. Ach, die Bitte, wenn ich jetzt hier langlaufe, oder was ist das? Ich wundere, das war's. Das ist aus, Ende, finito. Alter. Wenn ihr wisst, was ich gerade für die Gänsehaut habe. Ich weiß, das ist wahrscheinlich die langweiligste Folge, die ich jemals machen werde, aber bitte versteht mich. Es ist mir scheißegal. Oh, und da kann man nicht mehr langlaufen. Das darf doch alles nicht wahr sein. Das darf doch alles nicht wahr sein. Ich versuche das hier mal wieder. Ah. Oh. 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 Okay. Den Bereich kenne ich auch noch nicht. Was? Das ist ein fucking Labyrinth. Oh, nö. Findet man so ein Dreck. Puh. Ha. Aber viel. Gut. Ja! God damn it! Warum habe ich diese Map eigentlich auf Ultra Nightmare? Ultra Nightmare schon.
Ultra Violence gestartet. Das ist so sinnfrei einfach. Okay, mehr kann ich eh nicht aufnehmen. Guck ich hier noch ein bisschen rum, ob es Ammunition oder sowas gibt. Ah, sieht doch gut aus. Sieht gut aus. Na gut. Dann. Ich dachte, es ist ein Secret im Sinne von, dass ich eine Belohnung bekomme. Ich hätte nicht in den Arsch getreten. Das sieht mir jetzt auch fertig, Digga. Oh. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Na gut. Okay. Okay. Ich stelle jetzt meine Schicksal, weil jetzt kommt nämlich, soweit ich weiß, das Ende der Map. Mehr gibt es nicht, offiziell. Außer ich hätte ein weißes, gelben Totenschild, den habe ich aber leider nicht. Von daher werde ich mich wohl daran gewöhnen müssen. Und wie gesagt, kommt bloß noch der kleine Teil. Der, wo ich vorhin die ganzen Monster aktiviert habe, mit dem Fahrstuhl. Und der Teil wird hässlich. Der wird richtig schön hässlich. Ja, komm. Ich meine, wenn man weiß, wie, dann geht einigermaßen. Aber ich hatte letztens relativ guten Lauf gehabt. Ich guck mal, ob ich mich ein bisschen Waffen. Wann nutze ich das überhaupt? Habe ich überhaupt nicht genug Raketen? Oh, ja, das nutze ich. Dann nehme ich das auch. Rocket Launcher, Lock on. Ja. Und. Wow. Okay, lädt sich nicht mehr, was jetzt kommt. That makes no sense. Aber okay. Das Schöne finde ich, dass man hier in den Fahrzeug zurück kann. Ja, also das wäre Teil gewesen, wo man normalerweise die Map beendet. Ne? Fuck it. Spiele ich jetzt die ganze Map nochmal? Ich hatte ein bisschen gespeichert. Oder? Ja komm, das lässt. Der restliche Rest lasse ich für euch zum Entdecken. Also wie ihr gerade gemerkt habt, das wird schön. Es ist aber auch der letzte kleine Teil, also. Genießt es. Vor allem diese Map ist einfach so unglaublich gut. So unglaublich gut. Oh Gott. Diese Aussicht, dieser Soundtrack. Vor allem die Map verpasst wirklich perfekt. Mit Doom for Doom. Wirklich absolut perfekt. Ach Gott. Ja, also so viel zu der Map zwischendurch. Ich hoffe, ihr habt's genossen.